So, hallo und herzlich willkommen zur Freitagsfolge von Let's Play GT 6. Und ja, ihr seht's schon, Saisonveranstaltungen stehen wieder auf dem Programm. Und zwar haben wir hier wieder super Runden bzw. Hot Laps, wie man ja so schön sagt, im Motorsport. Und dort werden wir uns heute zwei widmen, nämlich den beiden neuen bzw. neueren, weil ganz so neu sind die natürlich auch nicht, ist schon fast eine Woche alt. Aber wir schauen uns die einfach mal an und zwar fahren wir jetzt hier als erstes, beziehungsweise ich zeige euch die Wiederholung von der Saisonveranstaltung Nichtrennwagen 500 LP Sporthard, also Straßenfahrzeuge. Und dort sind wir auch wieder auf dem Mount Panorama Motor Racing Circuit unterwegs, den wir ja fast jeden Freitag ja fast schon im Programm haben. Irgendwie fällt es immer zufällig so, dass diese Strecke dann gefahren werden muss. Ja, und wir schauen uns das mal an. Ein Zeitrennen für Nichtrennwagen mit bis zu 500 LP. Ob sie auf dem Mount Panorama Motor Racing Circuit schnelle Rundenzeiten einfahren können, hängt davon ab, wie schnell sie durch die Schikane in der Mitte der Strecke kommen. Sie brauchen zwar für die langen, flachen Abschnitte am Anfang und Ende der Strecke ordentlich Kraft, aber eine bessere Rundenzeit werden sie nur dann erreichen, wenn sie das Gewicht des Autos reduzieren und die Aufhängung tunen. Wenn sie andererseits zuversichtlich sind, dass sie in den mittleren Abschnitt gut meistern können, können sie auch eine kräftig eingestellte Variante wählen. Richten Sie Ihr Auto entsprechend einer Eigenschaft und Ihres persönlichen Fahrstils ein. Ja, genau so sollte es sein. Am ersten und dritten Sektor haben wir natürlich Highspeed-Passagen hier und in der Mitte, der zweite Sektor, ist sehr, sehr technisch, sehr, sehr schwierig zu fahren. Kurvenkombination, da braucht man Abtrieb und ja, ich habe es erst versucht mit einem TVR Tuscan Speed 6. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe um 4000stel die Goldzeit verfehlt. Der hatte allerdings sehr, sehr guten Speed auf den Geraden, war dann aber im zweiten Sektor dermaßen schlecht, weil er eben viel untersteuern hatte, dass ich ihn dort nicht mehr verwenden konnte und somit auf einen anderen Wagen gewechselt bin, und zwar den Audi R8 4.2 FSI Airtronic von 2007, also die Variante mit V8 Motor. Das Debütfahrzeug sozusagen des Seriensportwagens. Und diese Runde schauen wir uns jetzt natürlich wieder gemeinsam an. Einmal in der Übersicht und dann einmal nochmal in der Onboard. Ja, der Wagen war dann genauso ungefähr das Gegenteil von dem TVR. Wir haben jetzt also mit dem auf der Geraden relativ wenig Topspeed und eine relativ schlechte Beschleunigung. Dafür sind wir aber in den Kurvenpassagen im zweiten Sektor extrem gut unterwegs. Der Wagen liegt richtig satt, natürlich auch dank des Allradantriebs. Ich musste den Wagen sogar ein bisschen drosseln. Und falls ihr es tatsächlich vorhabt, auch diesen Wagen hier zu nehmen, dann nehmt aber tatsächlich bitte auch die 2007er Variante mit V8 Motor. Denn die hat natürlich den Vorteil, dass der V8 nicht so viel wiegt, und Gewicht ist nämlich eine ganz wichtige Sache, die hier berücksichtigt werden sollte. Gerade bei den Kurvenkombinationen, der Wagen wiegt nämlich relativ viel, auch hier noch 1500 Kilo. Dennoch merkt man es dem Wagen eben auch nicht an durch den Mittelmotor und den Allradantrieb. Bei dem 5.2 mit dem V10 Motor ist es ein bisschen anders, der muss ja dann auch von der LP-Zahl schon deutlich stärker gedrosselt werden und dann letztendlich wiegt er meistens auch ein bisschen mehr noch. Und Gewichtsreduktion reinbauen kann man hier eigentlich relativ gar nichts mehr, weil die Fahrzeuge, nämlich die R8s, beide standardmäßig schon über 500 LP haben. Dieser hier zum Beispiel 517 LP, glaube ich. Also hier habe ich ein bisschen die Leistung runtergeregelt, dass wir hier noch ins Reglement passen. Ja, und ich war auch ziemlich verunsichert, muss ich sagen, mit diesem Wagen. Man sieht ja auch immer, was die Kollegen so gefahren sind aus der Freundesliste. Und die sind mir erstmal richtig weggezogen auf der ersten Geraden. Und da dachte ich mir schon, der Wagen ist viel zu lahm. Aber man kann tatsächlich mit diesem R8 in diesem Mittelabschnitt, den wir hier auch gerade sehen, dermaßen viel Zeit gut machen, wenn man hier so richtig gut durchkommt, dass es dann letztendlich
doch wieder reicht. Und ich bin nicht die beste Zeit gefahren, aber ich glaube 2 Sekunden schneller als die Gold. Und das reicht ja schon, um hier zu gewinnen sozusagen. Und ich muss sagen, es hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Also dieser R8, der liegt dermaßen gut echt in diesem zweiten Sektor. Ich habe es zwar jetzt schon gesagt, aber ich habe bisher noch kein Auto gehabt, was so gut dort hinten gelegen hat. Man hat da ja wirklich auch wirklich sehr viele Bodenwellen und Unebenheiten. Aber der hat die wirklich richtig gut weggeschluckt, trotz Sportreifen auch noch. Also absolut empfehlenswert, diesen Wagen hier mal zu fahren. Und ansonsten gibt es allerdings auch andere Wagen, mit denen man das hier wahrscheinlich dann leichter hinkriegen kann. Aus dem Hause BMW fallen mir da einige Dinge ein, aber auch zum Beispiel ein GTR von Nissan bietet sich hier an. Ja, und jetzt schauen wir uns die Runde einfach auch nochmal in der Onboard an. So kennen wir das ja schon. So, einmal Neustart, jetzt auch mit Telemetrie natürlich. So, die erste Kurve natürlich kennt ihr ja schon. Müsst ihr etwas früher einbremsen, dass ihr einen weiteren Bogen fahren könnt. Hier wird es ein bisschen glatt auf der Außenseite. Ja, hier ist dann so ungefähr der Punkt, wo der Wagen dann wirklich seine Schwächen hat. Wir sehen, die Beschleunigung ist nicht sonderlich gut. Ich habe hier ein kurzes Getriebe eingebaut. Ein voll anpassbares Differential und eine Rennbremsanlage. Und ich glaube, das war's. Auch noch ein weiches Fahrwerk. Und hier natürlich diesen langen Bogen, da müsst ihr auch den Bremspunkt richtig erwischen. Ungefähr 100 Meter hat hier ganz gut gepasst. Dieser Linksbogen hier, den kann man mit dem Audi nicht ganz Vollgas nehmen. Man muss ein bisschen bremsen, ein bisschen vom Gas gehen und hier natürlich schön weit innen bleiben bei dieser Linkskurve. Diese Passagen, guckt mal aufs Gaspedal, kann ich ja fast Vollgas nehmen. Man muss hier hin und wieder nur ein bisschen lupfen und das macht natürlich richtig Spaß, hier Vollgas durchzuheizen. Und da macht der Wagen eben das, da ist eben der entscheidende Punkt, der diesen Wagen hier wirklich erfolgreich macht. Hab hier in dieser Passage fast, nur ich glaube überhaupt nicht die Bremser betätigt. Erst jetzt natürlich hier in diesem Bergabschikanen-Abschnitt. Hier natürlich schön weit nach innen, damit man die nächste Links-Rechts-Kombination gut erwischen kann. Und hier natürlich, hier bin ich sogar ein bisschen zu weit nach links nach außen gekommen. Da hätte ich vielleicht früher einlenken müssen. Dennoch reicht diese Runde aus. Eine 2,25 ist hier das, was man erreichen muss. Seht ihr ja auch immer auf der rechten Seite nochmal. Ja, und jetzt ist hier eben auch wieder ein Abschnitt, wo man Zeit verliert. Zumindest auf die Konkurrenten, die in der Regel dann doch eher den Wagen nehmen, der mehr auf Speed ausgelegt ist. Dieser Rechtsknick hier, den kann man voll nehmen. Man kann hier auch spät bremsen mit dem Audi. Muss natürlich immer den Einlenkpunkt dann erwischen. Die Kurvenscheitelpunkte gut treffen. Und dann ist es kein Problem. Sehr komfortabel und ich denke auch, dass Anfänger mit diesem Wagen gut zurechtkommen können. Wenn sie das schaffen, das Limit des Autos rauszukitzeln. Ja, letzte Kurve natürlich. Wieder dasselbe. Apex anvisieren und ja, das war die Runde hier, eine 2,23,9, also knapp eine Sekunde schneller als die Gold und das ist also somit nicht ganz das größte Problem hier. Ja, und jetzt schauen wir uns auch nochmal die zweite Hotlap an hier und die wird ja ganz untraditionell mal mit einem Rallye-Wagen gefahren. Wir fahren hier nämlich die Eiger-Nordwand-K-Strecke. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ich fahre sehr gerne diese Rallye-Wagen. Und wir gucken uns nochmal die Beschreibung an. Saisonveranstaltung Rallye-Auto Superrunde. Eine Zeitrennen für Rallye-Autos mit höchstens 550 LP. Das Schwierige an der Eiger Nordwand K ist nicht, dass sie sowohl Asphalt- als auch Matschabschnitte bietet, sondern die schiere Länge der Strecke. Die größte Herausforderung besteht darin, die gesamte Strecke zu meistern, ohne die Wände zu berühren. Das setzt einen extrem unsicheren, umsichtigen Fahrstil voraus. Da die Strecke sehr schmal ist und selbst eine nur minimal überhöhte Geschwindigkeit sie direkt in die Wand drücken kann, sollten Sie immer rechtzeitig vor den Kurven abbremsen. Fangen Sie am besten mit einer sicheren, sauberen Runde an und arbeiten Sie sich dann hoch.
Ja. Das haben wir getan und wie schon erwähnt, ich fahre gerne Rallye und wir konnten hier bei 550 LP ja natürlich eines der Gruppe B Rennwagen nehmen, Rallye-Wagen nehmen und ich habe da den Quattro S1 von Audi genommen. Ein wirklich super geiles Auto, ich kann es nur jedem empfehlen für solche Veranstaltungen, auch für diese hier, das Beste, was ihr machen könnt. Und es stand da eben auch schon, man muss aufpassen, wenn man gegen die Bande kommt, hat man sofort die Zeit gestrichen. Finde ich auch gut so. So sollte man eigentlich auch fahren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe vor einiger Zeit mal so ein Rallye-Event angeboten, wollte das mit vielen aus der Community machen. Hab mich voll drauf gefreut. Allerdings, ist dann die Hälfte der Teilnehmer an der Wand lang geschlittert und hat sich sozusagen Vorteil verschafft, gerade hier auf dieser Strecke hinten noch. Und da kann man dann schon 5-6 Sekunden gut machen. Also, und das fand ich extrem ärgerlich, sodass ich das Event dann auch abgebrochen habe. Schade, dass es da nicht vielleicht auch irgendwie so eine Strafmöglichkeit gegeben hätte, dass man die Runde komplett aberkannt bekommt, gab es damals noch nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit diesen Zeitrennen ist. Auf jeden Fall, das fand ich schade und ja, hier müsst ihr eben, wenn ihr das gewinnen wollt, echt darauf achten, da nicht gegenzukommen. Mir fiel das jetzt nicht so besonders schwer, weil ich eben auch Erfahrung habe hiermit. Ich fahre hier auch einfach mal so just for fun auf dieser Strecke. Ich glaube, die meisten GT-Fahrer meiden eher diese Rallye-Dinger hier. Ja, ich hingegen mache das gerne. Und somit seht ihr auch hier, dass ich hier eigentlich ganz gut durchkomme. Und ich glaube, ich schaffe auch mit 5 Sekunden Vorsprung fast letztendlich die Goldzeit. Das sehen wir uns natürlich gleich auch nochmal in der Onboard-Runde an. Und gerade jetzt hier dieser Abschnitt, den wir hier sehen, der ist mit am schwierigsten. Hier ist es natürlich Gefälle, hohe Geschwindigkeit und da muss man sich einbremsen, um hier gut durchzukommen. Und hier ist eben auch die Stelle, wo das viele ausgenutzt haben. Ich will jetzt hier aber auch nicht natürlich die Leute irgendwie runterputzen. Ich meine nur, dass es eben hier darauf ankommt, sauber durchzukommen, auch wenn ihr diese Saisonveranstaltung machen wollt. Ich habe mal in die Liste geguckt. Das haben noch nicht allzu viele geschafft. Normalerweise ist sie immer fast voll bei mir von den Freunden, was die so für Zeiten fahren. Da waren, glaube ich, 4 Fahrer drin oder so. Relativ wenig. Trauen sich nicht so viele ran, fahren wahrscheinlich auch gar nicht so viele gerne Rallye und so. Ja, hier ein schöner Drift nochmal. Die Strecke ist ja auch relativ lang. 7 Kilometer oder, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Ein bisschen mehr als 7. Ich glaube sogar mehr, wenn... Ja, es müssten mehr sein. Man kann natürlich dann auch immer hinten nochmal einen Bock einbauen. Das sollte man möglichst nicht tun, natürlich. Ja, vom Setup her habe ich den Wagen nicht verändert. Ich fahre mit 543 Leistungspunkten. Habe hier weder irgendwelche Tuningteile eingebaut, noch etwas am Setup verstellt. Also der Wagen ist Stock, also komplett Standard. Aber ich glaube auch, dass man, glaube ich, von Teilen auch gar nicht viel mehr dazu bauen kann. Vielleicht noch ein Turbolader. Ja. Und damit kam ich sehr gut klar. Also ihr müsst hier nicht irgendwas einbauen. Ihr braucht lediglich die Reifen natürlich, die Matschreifen, um hier teilnehmen zu können. Ansonsten ist der Wagen so ideal dafür geeignet. Schöne Kamerawinkel hier auch noch, das finde ich auch sehr schön und ich hoffe, dass ja vielleicht auch nochmal Pikes Peak dazukommt. Habe ich auch schon, glaube ich, öfters mal erwähnt, die Strecke in den USA, die Rallye-Strecke Hill Climb und das wäre mega geil. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, aber ich denke, die kommt auf jeden Fall. Ich hoffe auch für GT6. Ja, jetzt haben wir die Runde einmal gesehen. So, jetzt fahre ich hier aus lauter Freude auch nochmal gegen die Wand. So, drücken wir auf Neustart und dann gucken wir uns das jetzt, wie angekündigt, Onboard
an. Ja, natürlich startet man hier auf Asphalt, muss hier schon in diesen S-Bogen reinbremsen, möglichst nach links ziehen, damit man die nächste rechts gut kriegt. Hier drei verschiedene Asphaltsorten, beziehungsweise Pflasterstein, Asphalt, dann kommt wieder Schotter und jetzt Sand. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen beim Umsetzen. Und so kommt man hier ganz gut durch diese erste Passage. Und hier geht es relativ schnell. Hier muss man schon früh bremsen und den leichten Bogen hier früh einlenken, wieder umsetzen. Und hier diese Schienen, ganz gefährlich, da muss man den Wagen mehr oder weniger draufrollen lassen. Und danach natürlich gleich umsetzen für die Linkskurve. Gut raus beschleunigen, hier in den Bogen rein, ein bisschen nach links lenken, damit man den Schwung in diesen Rechtsbogen mit drüber nehmen kann. Man kann bei den Rallye-Wagen natürlich immer so eine Gegenpendelbewegung ausführen, um besser durch enge Kurven zu kommen. Das mache ich relativ häufig. Hier in diesen S-Abschnitt ein bisschen vom Gas gehen. Nicht unterschätzen, die Kurven sehen relativ gutmütig aus, aber der Wagen rutscht natürlich relativ weit, deswegen müsst ihr aufpassen. Auch hier in diesem Linksknick schon früh reinlenken, auch ein bisschen gegenlenken und hier bei der Kuppe oben auch schön den Drift einleiten. Diese Kurve hier mache ich jetzt auch so, Gegenpendelbewegung, ich komme hier perfekt rein. Kann hier gut raus beschleunigen, man kann, wenn man das dazu übertreibt, natürlich auch gegen die Bande fahren. Dann ist die Runde gestrichen, sollte man vermeiden. Und hier seht ihr, ich bremse hier schon ziemlich früh, relativ weit innen. Der Wagen stellt sich schon so ein bisschen quer und ich kann hier rein beschleunigen. Gebe hier immer ein bisschen Gas, gehe wieder vom Gas runter. Hier ist auch nochmal eine hakelige Stelle. Hier bremse ich, sobald diese Strecke wieder gerade wird, hier. Und auch hier früh einlenken. Mich ein bisschen zu stark eingelenkt. Dieser Linksknick hier, den kann man schön runterdriften. Man muss hier echt auch die Ruhe bewahren und cool bleiben. Das ist nämlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man es übertreibt, dann ist natürlich Kacke. Ja, hier abfällige Linkskurve, da stellt sich der Wagen gerne sehr quer. Man darf da auch nicht zu schnell sein. Hier kann man ruhig ein bisschen den Wagen mehr ins Driften bringen als normal. Kuppe hier, muss man aufpassen natürlich, dass man stabil wieder landet und dann sofort bremsen. Sofort nach der zweiten Landung bremsen und hier rein beschleunigen. Holzbrücke, verschiedene Gripverhältnisse. Erst nach der Brücke einlenken und stark verzögern. Beim Hochbeschleunigen in diese S-Sektion hier aufpassen, dass man nicht rechts gegen die Bande kracht. Und jetzt kommen viele Haarnadelkurven. Die Haarnadelkurven fahren natürlich viele mit der Handbremse. Ich kann nur davon abraten. Ich kann dazu raten, einfach nur die Fußbremse und das Gaspedal zu benutzen. Der Wagen verliert sonst einfach zu viel Stabilität und letztendlich auch wahrscheinlich ist der Winkel dann nicht so cool. Hier sollte man auch aufpassen. Hier habe ich jetzt zu weit ausgeholt. Das hätte ich früher machen müssen. Aber es hat noch gepasst. So, jetzt hier links rüber, ein relativ schneller Abschnitt, aufpassen bei den Bodenwellen, lieber nochmal vom Gas gehen, das kann den Wagen schnell aushebeln. Hier ist eine ganz tückische und da dann möglichst vorher von Geschwindigkeit verringern, diese S-Kurve jetzt hier, kann man ein bisschen schneiden, muss man aufpassen. Und jetzt kommt nochmal eine kleine S-Passage, die relativ einfach ist. Und dann geht's auf Asphaltwagen, möglichst gerade halten, stabil halten. Sich ein bisschen dran gewöhnen und auch vielleicht vom Gas gehen, wenn man merkt, dass der Grip verloren geht. Und rechts natürlich diese schnelle Kurve möglichst nicht übertreiben. Und jetzt sind wir auch gleich über der Ziellinie und ja, sind sogar 10 Sekunden schneller mit einer 3,55. Ja, und das war die Runde hier auf der Eiger Nordwand K. Ich hoffe, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste. Bis dann und danke.